So. Tag, Leute. Immer schön. Kurz und schmerzlos zur Information. Mich und ich haben es heute Abend ein bisschen heilig. Das ist immer der Vorteil, wenn man Reisebüro gefunden hat. So erfreulich ist die Nachricht jetzt nicht. Zu spät. Oder zu spät. Unseres Reisebüro hat mir geschrieben, weil wir halt nicht wussten, wie wir zum Bahnhof kommen. Zum Flughafen. Habe ich halt frecherweise mal unser Reisebüro gefragt, ob die uns da helfen können. Haben sie auch gemacht. Hab natürlich noch eine Zusatzinformation gekriegt. Die lese ich euch jetzt mal vor. Laut Leckermann werden für alle Kunden die Kosten seitens der Insolvenzversicherung übernommen. Also versteht ihr, was damit gemeint ist jetzt? Die hätten uns im Endeffekt nicht aus dem Zimmer rauswerfen dürfen? So, weiter geht's. Eine Kostenübernahme sollte dem Hotel schon vorliegen. Micha? Ja, wir waren schon da gewesen, aber... Also die, ich weiß nicht, ob der gute Herr keinen Bock hatte oder so, aber ist ja auch mal egal. Auf jeden Fall heißt es, dass Micha und ich morgen zum Hotel wieder hingehen. Und das Geld, sage ich euch so, wie es ist, wenn nicht, werden wir das Hotel verklagen. Das haben wir uns beide schon abgesprochen. So. Das Problem ist, wir haben kein Geld mehr. Ne? Im Endeffekt, mir geht es ja nicht darum, die wissen, die kassieren jetzt für unsere 10 Tage Geld. Komplett. Komplett. Ne? Wir sind ja seit Dienstagabend gar nicht mehr da. Sind schon, aber Micha hat ja 80 Euro bezahlt, jetzt bezahlen wir hier noch. Und ich sage euch so, wie es ist, nachdem ich die Mail auch Micha vorgelesen habe, unsere Launen sind wieder mal ein bisschen in den Keller gegangen. Aber wir waren jetzt wirklich dreist, wir haben ja gesagt, wir gehen trotzdem da essen. Nur essen. Wollte mal mittrinken? Mittrinken, wir trinken gleich wirklich noch ein, weil, was wollen sie machen? Uns rausschmeißen? Haben sie schon. Weil wie gesagt, morgen, 9 Uhr, hat man uns gesagt, ist die Buchhaltung, die Geschäftsführung da. Und ihr könnt einen. Könnt mir glauben, ich werde die kleine Kamera mit bei haben. Und ich werde das Ding nur mit Tonaufzeichnung aufnehmen. Ich hoffe, das klappt, wenn nicht, mache ich es mit dem Handy. Ja, wir gucken, was dabei rauskommt. Weil morgen wo Tag ist da geredet. Also mit mir kann man viel Spaß machen. Das weiß eigentlich Micha. Nur halt, wenn es um solche Dinge, ernste Dinge geht, verstehe ich keinen Spaß mehr. Also, was man mal überlegen muss, wir haben jetzt hier Tage, auch heute mal gesehen, da wir ein paar Mal da unten waren. Viele neue Anreisende haben dasselbe Problem gehabt wie wir. Sie kommen hierher, wollen sich einchecken. Und da hieß es, ihr kommt hier nicht rein. Ja? Ihr müsst jetzt hier die komplette Summe, die schon bezahlt ist, nochmal bezahlen. Ja, weil sie halt, die anderen, die das kennt ihr ja. Genau. Und das heißt praktisch, das haben sie alle nur die meisten. Wieder bezahlt, komplett die Summe. So, jetzt kriegen sie das Geld nochmal durch die Insolvenzverwaltung. Das heißt, das passiert. Jetzt müssten praktisch alle, die es bezahlt haben, das sind hier Hunderte, was wir so mitbekommen haben, ja, alles komplett wieder neu auszahlen. Also das ist ein Fass ohne Boden, ja. Aber und wie gesagt, wenn die morgen nicht so kulant sind und sagen, nö, das ist nicht unser Problem, dann sage ich euch so wie das, die kriegen ja das Geld von Insolvenzverwalter. Wenn ich und Micha wohl uns beide Rechtsanwälte nehmen und wirklich die verklagen. Aber das sehen wir morgen, weil wir gehen jetzt wieder in Saufen drin. Wurscht. Unsere Lebern haben sich schon eben gerade gefreut. In diesem Sinne, macht unseren Blödsinn nicht nach, also mit dem Trinken, ne? Den Rest mit Rechtsanwalt suchen, so könnt ihr machen. Lasst euch schon in den Sachen auch nichts gefallen. Unsere Jungs hier nebenan haben auch gesagt, dass es scheiße ist, wie es uns jetzt gilt, aber irgendwo hat der eine gesagt, der aus Worms kommt, das sind super Jungs da drüben. Deswegen alles über ein Reisebüro. Ne? Also den Tipp gebe ich euch wirklich zu Herzen, macht es über ein Reisebüro. Ihr kriegt dann mehr Infos, als wenn ihr ein scheiß Internetportale benutzt oder so. Das sind die Hände gebunden, ja. Da habt ihr keinen richtigen Ansprechpartner. Und ihr seht, unser Reisebüro, da steht jetzt 100% zu uns. Daher, euch noch einen schönen Abend. Und Finger weg vom Alkohol. Und Finger weg vom Alkohol. In diesem Sinne, ich bearbeite das Video nicht mehr großartig. Ich lade es so, wie das gleich bei
YouTube, Facebook. Direkt hoch. In diesem Sinne. Tschö. Ciao.